Liebe Leute, willkommen zurück zu Escape from Tarkov und ich bin in dieser Scav-Runde bestraft worden mit einer Pistole. Mehr habe ich nicht. Warte mal, wo bin ich denn hier? Das ist natürlich nicht so toll. Toll ist hingegen, dass hier direkt einer liegt. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Wir machen es mal so. Er wohnt hier drüben. Er so hier. Ciao. So. Ja, komm, nehmen wir jetzt erstmal. Ich weiß nicht, ob ich damit was anfangen kann, ehrlich gesagt. Ich bin dann doch immer lieber mit der Pistole unterwegs. So, wenn er down ist, könnte es durchaus sein. Dass hier noch irgendwo einer liegt. Da drüben. Ist schon irgendwie unwahrscheinlich, dass da nur einer liegt irgendwie, oder? Also gerade so in dem Gebiet hier. Okay, da schießen noch welche. Warte mal, das ist doch schon wieder dieser komische Boss, oder? Ja, was habt ihr gesagt? Bird Eye? Oh, jetzt gehe ich bestimmt gleich drauf. Dann nehme ich lieber das Ding hier mit. Wäre natürlich nicht schlecht, jetzt noch zu überleben. Leider keine Waffe dabei, der junge Mann. Eieiei. Gib mal einen Exit. Doch. Kein Headset, aber ich habe mich schon gerade gewundert, warum das alles so leise ist. Da liegt noch einer, der ist aber auch schon gelootet. Habe jetzt natürlich keine Armor um. Oder? Nee. Was ist das für ein Typ? Müssten zwei Scavs sein. Gib mal was, was ist das denn hier? Ja. Ne. Komm, gib mal irgendwas. Hier. Bisschen was von Wert vielleicht noch wäre super. Hier einen. Ein Wasserfilter würde mir reichen. Zwei Grafikkarten.
weiß ich nicht, 4 Bitcoins, so Kleinigkeiten halt, ja, die ein bisschen was wert sind. Ich verlange ja nicht viel. Wisst ihr, was ich meine? Das muss ja drin sein. Die Magazine, ja, ich weiß leider nicht, was so ein Magazin wert ist. Im Grunde wahrscheinlich nicht so super viel. Ich nehme das jetzt erstmal mit. Das nehme ich auch mit. Dafür kann das hier mal raus. Nehmen wir die Pistole. Ja, ist doch gut, mein Freund. Mach doch keinen Stress. Lauf, mein Sohn, lauf. Du schaffst das. Da liegt keiner, so wie es aussieht. Meine ich auch mal irgendwo ein Stash? War das da hinten? Nee, das war nicht hier hinten. Nee, 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 nee. Das war hier, ist aber heute nicht hier. Ist da was drin? Hälfte, passt. Hallo, freut mich. Ciao. So, die Tür da oben ist zu. Entweder war da keiner drin oder es war jemand drin. Oh, das ist noch jemand drin. Hola. Oh, what? Was ist das denn? Leute, meine Gebete wurden erhört. Mehr habe ich doch nicht verlangt. Zwei davon gleich nebeneinander. Ja, komm. Barrel, nope. Schauen wir hier mal eben noch rein. Und dann hauen wir ab, würde ich sagen, oder? Ich glaube, besser wird's nicht.
Alter, jetzt geht's aber los hier. Ja, ihr könnt mich jetzt buchen als Glücksbringer übrigens. Ich springe dann einfach mit euch gemeinsam, während ihr startet und ins Spiel reinladet, muss ich mit dabei sein über Discord. Und dann sage ich einfach nur, ah, wäre ganz schön, Wasserfilter oder irgendwie sowas. Und dann kriegt ihr ein bisschen was. Kostet pro Voiceline, kostet das Ganze 1035 Euro. Und dann kriegt ihr auf jeden Fall was. Klingt das nicht gut? Sehr gut, da freue ich mich. Keine Ahnung, was dieses Tetris-Zeug wert ist, aber zwei davon, da sage ich natürlich nicht nein. Unten Wasserfilter gibt es noch oben drauf. Den ganzen Krempel können wir mal so hier reinhauen. Das kommt rüber, das da rein. Hier macht Kleinvieh auch Mist. Das droppen wir rüber. Die Dinger werde ich so verkaufen. Das kannst du behalten. Das Ding nehmen wir mal. Das möchte ich nicht haben. Sollen wir mal reinschauen, was das Ganze bringt? Das habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Zwei davon. Ich finde, diese Tetris-Dinger sind super selten aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, ob es gewisse Maps gibt, wo die häufiger vorkommen. Ich kann mir vorstellen, dass die auf Interchange in diesem Elektronikladen häufiger zu finden sind. Aber gar nicht verkehrt. 78.000 mal 2. Plus, das haben wir noch, das haben wir noch. Das wird wahrscheinlich nichts bringen hier. Oh, doch, gar nicht schlecht. Sehr schön, freut mich. Das bringt der Wasserfilter. Oh, krass. Das hätte ich nicht gedacht. 120.000, sage ich mal. Ich versuche immer einfach der günstigste zu sein. Dann kriegt man am schnellsten Geld. Wir haben noch eine Autobatterie, wir haben noch drei Grafikkarten. Das Zeug kommt später auch noch. Wir können ja mal eben in die Quests reinschauen. Locator Matic Door, das war nicht ganz easy. Das habe ich immer noch nicht geschafft. The base search isn't for anything in the military change of them. Das wird nicht ganz einfach. Wollen wir das hier vielleicht erstmal machen? Auf Shoreline? Ist der in dieser Hütte da drin? Ich glaube nämlich schon. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal keinen Krempel hier mit. Das lassen wir alles mal hier, was uns nicht direkt hilft. Hier haben wir ein paar Schuss, die können wir da reinhauen. Ja gut, das sollte ich vielleicht doch schon noch ändern. Wollen wir nachts reingehen, Leute? Ich glaube, das machen wir. Mach einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich in der Dunkelheit. Bis dann. So, liebe Leute, los geht's. Es ist 4 Uhr früh und wir sind unterwegs auf Shoreline in Richtung Sumpfdorf oder wie auch immer das heißt. In der Hoffnung, dass ich da richtig liege mit meiner Annahme, dass ich da von The Cult Part 1 oder was auch immer die Mission finde. Können wir mal schauen, wie dunkel es ohne ist. Ja, hilft schon sehr. Mir ist häufig empfohlen worden, wenn irgendwelche Missionen zu schwer sind oder man vielleicht nicht in ein Gebiet möchte, welches häufig hart umkämpft ist und man selbst aber nur irgendwie einen Raum finden muss oder so, einfach nachts reingehen. Da ist wohl standardmäßig. Sag mal, ist da vorne einer?
standardmäßig ein bisschen weniger los und natürlich hat man die Chance, nicht so leicht entdeckt zu werden. Ich kann nicht genau sagen, wie gut man andere Spieler jetzt hier mit dem Nachtsichtgerät entdeckt. Aber das nehme ich natürlich gerne. Ich würde sogar fast sagen, wir gehen mal hier lang. Schauen wir mal, wie erfolgreich wir hier sind. Auf der Hütte, die ich suche, müsste eigentlich dieses Kultsymbol sein. Das hat man ja auch im Quest Manager gesehen. So, nur mal ganz kurz warten. Nee, hier rührt sich nichts. In der Dunkelheit sieht alles aus wie eine Person. Jetzt über diese Seite muss ich natürlich aufpassen, dass die Sniper oben auf dem Felsen nicht in meine Quere kommen. Aber wir schauen mal. Warte mal, ich habe jetzt keinen Rucksack. Genau, das passt soweit. So, dann schauen wir mal eben. Gerade mal kurz checken, wo ich hier bin. Das ist ein Pavillon. Ich sollte noch mal eine ganze Ecke weitergehen. Und zwar in diese Richtung. Na.
Da, Junge. Also ich würde fast sagen, das war der oben auf dem Felsen. Das sagt mir zum einen, da ist einer auf dem Felsen und da ist einer, auf den der geschossen hat. Was mir überhaupt nicht weiterhilft. So, das ist hier natürlich eine ganz gute Ecke eigentlich, um so ein bisschen unbemerkt durchzukommen. Andererseits ist das auch ein Weg zum Exit. Das heißt, wenn jemand seine Mission hier schon erledigt hat und vom Resort kommt, könnte es durchaus sein, dass der hier Langstrom hat. Und irgendjemand hat den Sniper da oben ja auch erledigt. Geht es nur mir so oder wird es allmählich hell? Ja, okay.
Es ist eine ganz fiese Uhrzeit, finde ich. Man sieht nicht ganz genug jetzt gerade ohne Nachtsichtgerät. Mit Nachtsichtgerät ist es ein bisschen zu hell. Das wird sich bestimmt gleich erledigt haben, wenn die Sonne ein bisschen weiter aufgeht. Wo ist diese Hütte? Mir war so, als wäre das hier vorne in dem Bereich gewesen. Wo ist dieses Symbol? Ist die Hütte da oder gehört die schon gar nicht mehr dazu? Weiß ich gar nicht. Nee. Oh, ein Stash.
Oh nein, ey. Das ist auch einfach so gut, ne, dass man hier nicht so gut vorankommt und so ein richtiges Ziel ist. Fast offenem Feld hier irgendwie. Und die anderen das natürlich wissen, dass hier die Möglichkeit besteht. Wo ist diese Hütte? Und Stash. Ist das vielleicht doch die Kirche? Komm, lauf mal. Ach da. Tatsächlich, oder? Ist das denn auch überhaupt richtig hier drin? Scheinbar nicht. Es ist auch nicht die Kirche hier, bin ich der Meinung. Diese Dachschräge. Zeig mal her. Obwohl doch. Ja gut, dann heißt es ja natürlich nicht, dass dieses Bild darauf hindeutet, wo sich das befindet. Kann natürlich auch sein, dass der oben im Resort ist. Ich weiß leider nicht, wo der Typ sein soll. Ich schau kurz nach. Also, der befindet sich schon in diesem Dorf hier. Hier gibt es wohl eine Blutspur, der man folgen kann. Da.
Achso. So, wenn mich nicht alles täuscht, kann ich direkt hier nebenan raus, oder? Ja. Und ich glaube, dieser Exit ist immer offen. Naja, komm, komm, ganz ruhig. Niemand sieht dich, niemand sieht dich. Du bist langsam, niemand kann dich sehen. Komm, komm, komm. Wir haben es gleich. Es wäre wirklich easy gewesen, wenn es das jetzt war. Sehr gut. Ja gut, das mit der Blutspur, daran konnte ich mich nicht erinnern. Aber mir ist, diese Quests sind mir auch alle immer direkt gezeigt worden. Und die Leute, die mir das gezeigt haben, die wussten natürlich ganz genau, wo das war. Weshalb ich mir das natürlich nicht gemerkt habe. Weil zum einen war mir Shoreline immer komplett neu. Das sah alles gleich aus für mich. Und zum anderen sind die Nähe der Blutspur gefolgt, weil die genau wussten, in welche Hütte sie mussten. Also passt das soweit. Wir haben ein bisschen Krempel dazu bekommen. Was mich natürlich freut. Wir haben nur ein Scav getroffen, im wahrsten Sinne, also quasi auch nur einem begegnet, was natürlich ideal ist und so ein bisschen das Ziel war, dadurch, dass ich hier nachts reingegangen bin. Jetzt würde ich sagen, schauen wir hier noch einmal eben vorbei, sagen ihm vielen Dank, Part 2. Woods, okay, vorne an dieser kleinen Hütte. Customs, der Ritual Spot. Wüsste ich nicht. Der zweite auf Woods. Könnte auch schwierig werden. Aber das finde ich schon heraus. Was gibt's denn für uns? Es gibt, danke, 3 Goldketten. Sehr dekadent. Und ein bisschen Dollares. Da sage ich nicht nein, wir haben nur 390.000, aber ich meine, wie unordentlich das hier auch einfach ist. Aber egal. Aber ich meine, das werde ich alles verkaufen. Machen wir uns nichts vor, was soll ich damit? Und das hier ebenfalls sind die 3 Grafikkarten und so. Ich weiß nicht, wann diese Quest kommt, aber jetzt für den Moment bin ich damit ganz zufrieden. Leute, das war unspektakulär, aber erfolgreich. Wir sehen uns beim nächsten Mal mit Escape from Tarkov. Ciao.